Wir beten mit Worten des 85. Psalms. Herr, du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewig über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Amen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten lauf. Von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Zacharias und Elisabeth wurden alt, und zu ihrem Kummer hatten sie kein Kind. Da trat der Engel zu Zacharias und verkündete ihm: Deine Frau Elisabeth wird ein Kind bekommen, und das sollst du Johannes nennen. Zacharias aber zweifelte: Gib mir ein Zeichen, dass ich dir glauben kann. Und der Engel sagte: Du wirst verstummen, bis das Kind geboren ist. Und genauso kam es. Zacharias wurde stumm, er konnte kein einziges Wort reden. Aber seine Frau Elisabeth wurde schwanger, und 9 Monate später wurde ein Kind geboren, ein Junge. Und als der Junge den Namen Johannes bekommen hatte, da öffnete sich dem Zacharias der Mund, es löste sich seine Zunge, und all das, was sich in den 9 Monaten des Schweigens in ihm angesammelt hatte, das kam heraus, es brach heraus, konzentriert, ein einziger Satz ohne Luft zu holen. Wer weiß, wie lange die Stimme reicht. Hört das Evangelium für den heutigen Sonntag aus dem Lukas-Evangelium. Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners Davids, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten,
dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Kind vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es uns erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Macht hoch die Tür, die Tore macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königsthron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen insgemein, da dieser König zieht ein, er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Diese Worte des Propheten Jesajas sind der Wochenspruch für diesen dritten Advent, für die Tage, die darauf folgen. Bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Als Studenten haben wir diese Sätze oftmals das Autobahngleichnis genannt. Der Weg wird so bereitet, dass es ganz mühelos ist, auf breiter Bahn, ohne Berge, ohne Täler, ohne Steigungen den Weg zu gehen. So soll die Erde vorbereitet werden auf das Kommen Gottes. Aber das, was wir im Moment erleben, ist genau das Gegenteil. Die Türen sind verrammelt, die Kontakte werden immer schwieriger, immer weniger zueinander. Und nicht nur die Türen sind zu, auch die Herzen sind zu, weil wir ängstlich werden vor dem, was ist und vor dem, was kommt. Bereitet dem Herrn den Weg, denn der Herr kommt gewaltig. Er kommt, auch wenn die Türen zu sind. Er kommt eben anders, als die Menschen es immer wieder erwartet haben und immer wieder erwarten. Denken wir an die heiligen drei Könige, die kamen und einen König begrüßen wollten, und wie erstaunt sie waren,
Dann ein kleines, schreiendes Kind im Stall, in der Armut, im hintersten, kleinsten Ort der Welt zu entdecken. Gott kommt zu uns, aber anders, als wir es oftmals erwarten, eben nicht mit Größe und Pracht, sondern klein und schmächtig und schwach, so, dass er zu uns kommen kann. Er macht sich so klein, dass er durch die kleinen Ritzen unserer Türen zu uns kommen kann. Er macht sich so klein, dass er zu uns in unsere geängsteten Herzen kommt. Er kommt zu uns und für uns die Frage, wie bereiten wir uns vor? Gönnen wir uns Ruhe, um auf ihn zu hören? Gönnen wir uns genaues Hinsehen, genaues Hinhören? Gönnen wir uns ein offenes Herz für seine Nähe, für seine Gegenwart? Er kommt zu uns, er ist bei uns, er lässt uns nicht allein. Er kommt zu uns in die Tage der Angst, in die Tage der Ausweglosigkeit. Er kommt zu uns, um uns das Leben zu schenken, Leben in Gemeinschaft mit ihm. Bereitet dem Weg den Herrn, denn er kommt gewaltig. Er kommt anders, als wir es erhoffen, aber er kommt anders, als wir es uns vorstellen, anders, als es die Könige dieser Welt machen. Aber er kommt zu uns. Das ist die Gewissheit, von der die Propheten predigen. Das ist die Gewissheit, die sich in der Geschichte von Weihnachten immer wieder aufs Neue zeigt, immer wieder aufs Neue weiterverbreitet. Amen.